Hallo liebe Oschatzerinnen und Oschatzer. Ein neues Jahr, ein neuer Anfang. Ich grüße Sie hier aus unserem Platsch. Leider können wir nicht gemeinsam das neu sanierte Bad nutzen. Die gegenwärtige Lage erlaubt es nicht. Noch vor anderthalb Wochen waren wir im Landkreis der Hotspot unserer Stadt mit den meisten Corona-Fällen und auch der höchsten Inzidenzrate. Gott sei Dank sind diese Zahlen stark im Sinken. Ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie sich weitestgehend an die Regeln gehalten haben. Und ich möchte Sie ermutigen, noch ein bisschen durchzuhalten. Es ist ein Marathon für uns alle, aber irgendwann wollen wir Marathon schwimmen hier in unserem Bad. Und darauf freue ich mich mit Ihnen und für Sie. Trotz alledem, bei uns im Haus wird weitergearbeitet. Wir bereiten derzeit die Erneuerung der Lüftungsanlage der Aula unserer Robert-Hertwig-Schule vor. Auch am Digitalpakt Schule wird fleißig gearbeitet. Für den Neubau unserer Grundschule, auf die wir dieses Jahr hoffen, und wir warten mit Sehnsucht auf den Förderbescheid. Wir sehen natürlich auch, dass die Behörden derzeit teilweise andere Aufgaben erledigen müssen. Ein schönes Erlebnis war vergangene Woche, als ich den neuen Drehleiter in Dienst stellen durfte. Die Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehr haben die Ausbildung abgeschlossen und die neue Drehleiter ist jetzt für uns alle da. In den nächsten Tagen wird die alte Drehleiter verkauft und damit hat unsere Feuerwehr wieder eine moderne, gut funktionierende Flotte. Aber auch in den anderen Bereichen sind wir tätig. Ich freue mich, dass demnächst der Radweg entlang des Stranggrabens erneuert ist und der Rechtsstreit beigelegt ist. Hochwasserschutzmaßnahmen werden vorbereitet und vieles mehr. Ich denke, dass wir im Februar wieder Stadtratssitzungen durchführen können. Wenn Sie sonst Fragen haben, wir sind im Rathaus für Sie da unter www.oschatz.org oder der üblichen Telefonnummer. Rufen Sie einfach an. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, vor allem bleiben Sie gesund.